alle zusammen. Heute geht es mal um den Get Your Freak On Tag. Und den habe ich gerade bei der Darum gesehen und fand den irgendwie total lustig und unterhaltsam. Und da sie sozusagen alle getaggt hat, habe ich mich auch getaggt gefühlt, sage ich mal. Und ja, ich fange dann einfach mal mit den Fragen an. Das sind 15 Fragen und ich hoffe, ich kann sie euch alle gut beantworten. Erste Frage: Gibt es einen Spitznamen, den nur deine Familie benutzt? Also eher nicht. Also Spitznamen kann man das auch nicht nennen. Also mein kleiner Bruder, der sagt immer Ate zu mir. Also das heißt auf Philippinisch Schwester. Und da der auf den Philippinen sagt man spricht man meinen Namen nicht Karen aus, sondern dann sagt mein kleiner Bruder immer Ate Karen. Und es ist eigentlich, wenn er das sagt, so voll süß. Und ja, das mag ich irgendwie total. Also das ist kein richtiger Spitzname, also das sagt er halt so. Und die kleine Nichte von meinem Freund, die kann meinen Namen auch noch nicht aussprechen. Die sagt auch immer Kara. Und ja, das sind so die einzigen Namen, die mir so gegeben werden eigentlich. Zweite Frage: Hast du eine seltsame Angewohnheit? Ich weiß nicht, ob man das als seltsam bezeichnen kann, aber ich frage jeden Abend meinen Freund, ob er die Tür abgeschlossen hat, also die Haustür, weil ich irgendwie totale Panik habe und so, von wegen, dann kann ja einer einbrechen oder was auch immer. Das frage ich auf jeden Fall jeden Abend. Dritte Frage: Hast du irgendwelche seltsamen Phobien? Seltsam sind die eher nicht. Also ich habe auf jeden Fall Angst vor engen, geschlossenen Räumen. Also da kann ich nicht so lange bleiben. Also einmal war das auch total schlimm in der S-Bahn und das war die Zeit, wo hier in Berlin die S-Bahn-Katastrophe war, keine Ahnung, da wo alles dann befüllt war und die sind ausgefallen und deswegen waren die total voll. Und dann musste ich da einsteigen und man wurde richtig eingequetscht. Also der neben dir stand, stand schon wirklich so nah bei dir dran. Und ich habe keine Luft mehr bekommen. Ich habe dann einen Asthmaanfall bekommen und ich dachte mir so, scheiße, es ist jetzt peinlich. Und habe dann halt mein Spray genommen und weiß ich nicht, habe dann irgendwie meine Augen geschlossen oder Musik halt hat mich auch noch ein bisschen abgelenkt. Aber ja, das ist auf jeden Fall, aber es ist ja keine seltsame Phobie. Aber ich habe auch noch zwei eventuell seltsame. Also die eine ist, ich habe totale Panik vor Spritzen. Geht gar nicht. Also bei jedem, wenn mir mal Blut abgenommen werden soll oder so, oder ich geimpft werden soll oder irgendwas, dann muss die Arzthelferin mir immer meine Hand halten. Und es ist mir auch total immer peinlich, weil die sich sagen, oh, du bist doch schon so alt, sag ich mal. Aber die finden es dann immer eigentlich voll niedlich oder so, weil ich dann die Hand so doll zusammendrücke. Mir tut es schon so leid, aber ich habe so Angst vor Spritzen und mir tut es irgendwie voll weh. Ich weiß nicht, ich steigere mich da auch voll rein. Und meine letzte Phobie ist auf jeden Fall die Dunkelheit. Also ich habe totale Panik vor Dunkelheit. Das geht gar nicht. Also als mein Zimmer noch nicht umgestaltet war, hatten wir hier so eine Lamellen. Und mein Freund mag es gerne, komplett im Dunkeln zu schlafen, also wie die meisten Menschen. Aber ich brauche immer ein bisschen Licht. Und bei uns ist es auch hinten total hell, weil da viele Lampen sind und so. Aber durch die Lamellen, die waren komplett geschlossen und ich dachte mir, oh, kacke. Und jetzt haben wir aber Gardinen und jetzt scheint immer Licht rein. Also jetzt ist es nie so, dass wenn es komplett Nacht oder dunkel ist, dass man nur noch Dunkelheit sieht, sondern man sieht echt den kompletten Raum eigentlich noch. Und ja, ich hasse die Dunkelheit, geht gar nicht. Vierte Frage: Welchen Song drehst du heimlich voll auf und singst laut mit, wenn du alleine bist? Also heimlich eher nicht. Mein Freund kennt es ja von mir, dass ich singe. Aber klar, wenn ich alleine bin, singe ich sowieso. Und zur Zeit oftmals ein paar Lieder von Glee, also die nachgesungen haben, und ein bestimmtes dieses Papa, can you hear me? Also das ist so ein
trauriges Lied eher, aber das kam so in der Serie jetzt vor kurzem davor, dieses Lied, und deswegen mag ich das voll. Ja, das singe ich auf jeden Fall. Und ja, und für die, die mich mal singen hören wollen oder so, ich habe auch mal aus Langeweile einfach ein Video gedreht und es bei Facebook gepostet. Also da könnt ihr so ein Video mal sehen. Fünfte Frage. Über welche Kleinigkeit ärgerst du dich immer am meisten? Ich ärgere mich sehr oft über Unpünktlichkeit. Also wenn, also ich bin jemand, der immer sehr pünktlich ist, und da ist bei mir nicht diese philippinische Seite, wo es, da gibt es ja so eine Filipino-Time, von wegen eine Stunde später kommt man einfach. Wenn du mir sagst, wir treffen uns um 5, komme ich einfach um 6. Das ist bei mir Gott sei Dank gar nicht so. Aber das ist so ein bisschen bei meinem Freund so, muss ich sagen, obwohl er Deutscher ist. Und bei mir ist es ganz anders. Und ich bin so pünktlich eigentlich immer, und durch ihn kommen wir immer, immer spät. Es gibt keinen Tag eigentlich, wo wir pünktlich sind. Und das ist mir total unangenehm, vor allem vor der Familie oder so, wenn wir dann als Letzte mal da sind. Und ja, darüber ärgere ich mich sogar sehr. Ansonsten ärgere ich mich, wenn mein Freund den Müll nicht rausbringt. Oder wenn ich meine Serie verpasse. Also da ärgere ich mich nicht so doll, aber es geht. Oder ich Geld habe zum Shoppen und dann gibt es aber nichts, was ich möchte. Darüber ärgere ich mich fast am meisten, ja. Dann sechste Frage. Nee, doch, sechste Frage. Was tust du, wenn du nervös bist? Da wippe ich auch so wie die darum, so ein bisschen so mit den Beinen so voll hektisch. Oder ich fuchtel dann ein bisschen nervös mit meinen Händen so rum, oder ich reibe die dann oft so zusammen, weil die dann schon ein bisschen schwitzig werden oder so. Und ja, sowas mache ich, wenn ich nervös bin. Eigentlich mehr, eher nicht. Ja, so. Siebte Frage. Auf welcher Seite des Bettes schläfst du? Und da kommen wir auch wieder zur gleichen Antwort wie bei der Darum. Also deine Antwort fand ich total lustig, weil bei mir ist es ganz genauso. Ich schlafe, also ihr seht ja hier das Bett, und ich schlafe auf jeden Fall da auf der Wandseite. Und es ist auch gleichzeitig Fensterseite. Weil ich auch mir denke, also ich habe, wie gesagt, Angst im Dunkeln und Angst, dass jemand einbricht und so weiter. Und deswegen habe ich meinem Freund immer gesagt, ich möchte auf der Seite schlafen, weil wenn ein Mörder kommt, dann kriegst du erstmal den, also der erwischt dich als erstes und nicht mich, und ich kann dann noch aus dem Fenster flüchten oder so. Eigentlich voll gemein, weil er dann auch meinte, also ist ja krass, du lässt mich echt als erstes sterben. Ja, und ich so, ja, nein, aber ich kann dann schneller reagieren, wenn er drin ist, weil mein Freund ist so, der schläft so tief und ich habe so einen leichten Schlaf, und ich würde es dann schneller einfach merken und keine Ahnung. Voll gemein, aber ist halt so. Ich habe total Angst vor sowas. Was war dein erstes Kuscheltier und sein Name? Also daran erinnere ich mich eigentlich gar nicht. Ich weiß nur, dass ich auf jeden Fall so einen süßen braunen Bär hatte, der ungefähr so groß war. Und da kann ich mich auch nur so richtig dran erinnern, weil mein Bruder, also der ältere Bruder von den beiden, auf Kur musste wegen seinem Asthma. Und dann habe ich ihm meinen Bär mitgegeben, dass er auf ihn aufpassen soll. Und da gibt es auch noch ein Foto und so. Und deswegen erinnere ich mich auch da nur so richtig dran, weil es ja auch Jahre her ist. Da waren wir beide noch klein. Und ja, aber seinen Namen weiß ich leider nicht mehr. Ich weiß nur von einem Kuscheltier den Namen. Und zwar wollte ich immer einen Hund haben, also einen richtigen Hund. Aber das ging nicht, weil meine ganze Family Tierhaarallergie hatte und ich nicht. Aber naja, dann ging es eben nicht. Und dann hat meine Mutter mir so ein riesen Kuscheltier-Hund geschenkt. Und den habe ich Samuel Bruno genannt. Samuel war halt der Name von so einem Schauspieler, den ich total toll fand. Und Bruno, ja, weil Bruno irgendwie sowas Hundmäßiges hat, oder? Ja, irgendwie so, ich weiß es auch nicht. Samuel Bruno hieß er auf jeden Fall.
Und ich weiß nicht mal, wo der Hund ist. Also ich habe den in groß gehabt und jetzt habe ich nur noch so den gleichen als so klein. Also als ob der geschrumpft ist, aber ich weiß es echt nicht mehr, wo der ist. Neunte Frage. Welches Getränk bestellst du dir immer bei Starbucks? Also ich gehe nicht zu Starbucks. Ich war, glaube ich, in meinem ganzen Leben zweimal bei Starbucks. Und da habe ich mir, wenn dann immer, Karamell Latte oder wie das heißt, also Latte Macchiato mit Karamell bestellt. Ja. Zehnte Frage. Gibt es eine Regel, die du immer predigst, aber selbst nie einhältst? Eventuell, dass ich meinem Freund sage, gib nicht so viel Geld aus diesen Monat und dann mache ich es aber selber. Irgendwie so. Oder ja, nee, das war's, glaube ich, schon. Also sonst sage ich nichts, was ich nicht selbst mache. Nee, das ist das Einzige, ja. Elfte Frage: In welche Richtung schaust du beim Duschen? Nach rechts. Also hier ist zwar unsere Tür, aber ja, ich schaue immer nach rechts. Weiß auch nicht warum, weil ich glaube, weil da eben mein ganzes Shampoo und so ist und dann schaue ich eben automatisch nach da. Und ja, so eine Angewohnheit, weiß ich nicht. Zwölfte Frage. Hast du irgendwelche seltsamen Körperfähigkeiten? Nein, ich glaube nicht. Körperfähigkeiten? Nee, überhaupt nicht. 13. Frage. Gibt es ein eigentlich schlechtes Essen, das du trotzdem liebend gerne isst? Nee. 14. Frage, gibt es eine Redewendung, die du ständig sagst? Eine Redewendung. Wenn ich genervt von meinem Freund bin, dann sage ich ganz oft, nerv mal nicht. Wie nett, oder? Aber doch das, was ich ganz oft sage, wenn ich genervt bin. Oder kann schon sein, sage ich auch zu öfteren. Ja. Also ansonsten fällt mir jetzt nichts ein, was ich ständig oft sage. Ich denke, man achtet ja auch selber nicht so darauf. Ja. 15. Frage, Zeit zum Schlafen. Was hast du wirklich an? Also im Sommer schlafe ich auf jeden Fall immer nur mit Unterwäsche. Und im Winter schlafe ich auch mit Unterwäsche nur eigentlich. Aber wenn es dann wirklich kalt ist. Und dann ziehe ich mir entweder so einen Top drüber und halt eine Pyjama-Hose oder so. Ja, aber die ziehe ich dann nachts meist beim Schlafen, ziehe ich die wieder aus, wenn mir irgendwie zu warm wird. Ja, das auf jeden Fall. Ja, das war's dann von meinem Tag und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ja, nochmal an darum, danke fürs Taggen. Also, du hast ja alle getaggt, ich fühle mich einfach von dir getaggt und ich fand deinen Tag auch super und da es ja einige Gemeinsamkeiten gab, nur bei deiner Duschenfrage hätte ich, also das hat mich gewundert, dass du mit dem Rücken zum Duschvorhang stehst, weil da du ja beim Schlafen auch auf dieser Seite schläfst, hätte ich gedacht, dass du beim Duschen, wenn dann auch nach vorne stehst, weil ich hätte Angst. Ich könnte niemals mit dem Rücken zum Duschvorhang stehen, weil dann kriegst du ja gar nicht mit, wenn dann jemand irgendwie hinter dir ist oder so. Also ich hätte da voll Panik auf jeden Fall. Das geht nicht. Aber ja, fühlt euch auch von mir getaggt, wenn ihr Lust habt mitzumachen. Und ich freue mich auf eure Videoantworten und natürlich auch auf eure Kommentare. Und bis zum nächsten Video hoffentlich. Ciao!